Wer kennt das nicht? Ihr seid in einem angeregten, vielleicht auch eher aufgeregten Gespräch mit jemandem. Ja, die Argumente werden ausgetauscht, fliegen mal vielleicht auch die Fetzen, man beruhigt sich langsam wieder und dann kommen die berühmten zwei Worte. Ja, aber. Im Augenblick höre ich diese Floskel besonders häufig. Wir haben den Tod von 11 Menschen zu beklagen. 10 davon wurden von dem 11. ermordet. 9 davon aus rassistischen Gründen. Sie passten nicht in sein selbstgebasteltes, wirres und rechtsradikales Weltbild hinein. Naja, wenn ich mich jetzt mit vielen Leuten unterhalte, bin ich mit den meisten durchaus einig und so, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren weiter. Aber es kommt immer wieder vor, und das ist in letzter Zeit immer häufiger, dass dieses berüchtigte Ja-Aber von der Gegenseite kommt. Ja, das Aber ist, ja, das ist ja ziemlich rechts, der Typ. Also, aber du musst bedenken, der ist auch krank. Stell dir das mal vor. Komisch, wenn irgendwo auf der Welt, ob bei uns oder in Frankreich, irgendein durchgeknallter Typ, eine ganze Redaktion eines Satireblattes oder auf dem Weihnachtsmarkt Menschen umbringt, dann kommt das Ja, aber nie. Dann heißt es nicht, der ist ja durchgeknallt. Nein, das ist ein Extremmuslim. Oder überhaupt ein Muslim. Was soll das? Mich interessiert es nicht, ob der Typ in Hanau oder der in Berlin oder der in Paris Muslim, Christ, Atheist oder sonst was ist. Mich interessiert seine Motivation. Und die ist in all diesen Fällen nicht zu akzeptieren. Das ist Extremismus, das ist in Deutschland wieder mal extrem oft und immer öfter rechtsextremistisch. Das sind Nazis, Neonazis, sonst gar nichts. Nee, das Aber lasse ich nicht gelten. Tut mir leid, liebe Freunde. Wenn ich sage oder jemand anders euch sagt, du, da müssen wir aufpassen, das darf nicht mehr passieren, ja, dann würde mir ein schlichtes, ehrliches Ja genügen. Ein Aber lasse ich nicht gelten. Ihr, euer Jos von Aken.